Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM. Hallo liebe Streaming-Fans, es ist Dienstag, der 27. August. Wie immer gibt's drei neue Streaming-Tipps für euch. Unser erster Tipp ist ein recht ungewöhnliches Format, nämlich eine Comedy-Krimi-Serie. Einige von euch werden bei dem Stichwort Comedy-Krimi-Serie vielleicht schon an die Serie Only Murders in the Building gedacht haben, von der es jetzt eine neue vierte Staffel gibt. In der Serie geht es um Charles, Oliver und Mabel. Die drei verbindet ihre Leidenschaft für True-Crime-Podcasts. Als in ihrem Wohnkomplex ein Mord verübt wird, schließen sie sich zusammen und wollen mit ihrem Krimi-Wissen den Mörder ausfindig machen. Mabel, Oliver und Charles machen einen Podcast, in dem sie über ihre Detektivarbeit reden. Sie nennen ihn Only Murders in the Building. Der Podcast ist so erfolgreich, dass in der vierten Staffel Hollywood an die Tür klopft. Ein Hollywood-Studio will einen Film drehen über unseren Podcast? Das Skript ist fantastisch. Oliver flitzt durch den Raum wie ein 70-jähriger Peter Pan oder eine männliche Tinkerbell. So gehe ich doch gar nicht. Wir fliegen nach Hollywood. Oh mein Gott. Bess. Es gab schon wieder einen Mord. Oh, geil. Wer würde Bess töten? Ganz schön viele Verdächtige. Wir wollten Ihnen sehr gern ein paar Fragen stellen. Mit euch rede ich nicht. Natürlich gibt es auch in der neuen Staffel wieder einen Mord. Und natürlich haben es sich die drei PodcasterInnen wieder zur Aufgabe gemacht, ihn aufzuklären. Wenn ihr wissen wollt, ob sie das schaffen und ob sie wirklich einen Film drehen lassen, könnt ihr die vierte Staffel von Only Murders in the Building jetzt bei Disney Plus streamen. Auch Mike Lane aus unserem nächsten Tipp stand immer im Rampenlicht. Allerdings nicht als Podcaster, sondern als Stripper. In dem dritten Film der Magic Mike-Reihe will Lane allerdings seine Stripper-Karriere hinter sich lassen. Stattdessen arbeitet Mike jetzt als Barkeeper in Miami. Bei seinem Job lernt er Maxandra kennen. Er gibt ihr einen privaten Striptease und sie ist komplett begeistert. Sie will mit Mike eine Striptease-Live-Show auf die Beine stellen. Doch diesmal wird alles anders. Es soll keine schmuddelige Show sein, sondern eine epische Live-Performance. Wir werden diese Ladies aufwecken mit einer Welle der Leidenschaft, die sie noch nie zuvor gespürt haben. Aber ja. Lassen wir die lang vorreden. Ich präsentiere Ihnen den visionären Künstler Magic Mike. Skidder. Die eigentliche Frage ist, wieso liebst du sie? Niemand hat so an mich geglaubt wie deine Mom. Worum geht's in der Show? Es ist der übliche, wird sie wegen der Liebe oder wegen des Geldes heiraten, Blödsinn. Wofür entscheidet sie sich, Geld oder Liebe? Mike geht zusammen mit Max nach London. Hier treffen sie die Vorbereitungen für ihre Show. Sie suchen die besten Tänzer des Landes in einem aufwendigen Casting-Prozess. Doch der Ex-Mann von Maxandra hat etwas dagegen und will den beiden einen Strich durch die Rechnung machen. Magic Mike – The Last Dance könnt ihr ab jetzt bei RTL Plus gucken. 2,5 Jahre dauert der Krieg in der Ukraine jetzt schon an. Unser letzter Tipp, Putins Krieg, blickt auf das erste Jahr des Krieges und auf die Tage vor dem Einmarsch der russischen Truppen zurück. Es kommen zentrale Akteure zu Wort, die damals Verantwortung getragen haben. Unter anderem der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson, der amtierende US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, CIA-Chef Bill Burns und der UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Wir wussten, dass jederzeit ein Krieg ausbrechen kann. Und doch traf man auf den Fluren dieses großen Hotels Leute, die trotzdem nicht glaubten, dass Russland in die Ukraine einmarschieren würde. Die Deutschen und die Franzosen glaubten nicht wirklich, dass etwas passieren wird. Deshalb gab es eine große Debatte darüber, ob die Russen das wirklich machen würden oder ob es nur Säbelrasseln sei. Man wollte darüber diskutieren. Die Stimmen für Verhandlungen werden immer lauter. Doch die Dokumentation zeigt, dass es schon Friedensverhandlungen gab und warum sie gescheitert sind. Sieht es heute anders aus oder wird der Krieg immer schwieriger aufzulösen, umso länger er geht? Putins Krieg könnt ihr jetzt in der Arte-Mediathek anschauen.
Das waren unsere Streaming-Tipps für heute. Wenn ihr auch mal einen Tipp habt, den wir an dieser Stelle vorstellen sollen, oder wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, dann schreibt uns doch gern, entweder per Mail an kontakt@detektor.fm oder ganz einfach über Social Media. Die Tipps für heute hat Jonas Nikolik rausgesucht. Audioproduktion Noah Schulz. Ich bin Imke Zimmermann. Wenn ihr mögt, dann bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.